RTL 2 macht einfach Spaß. Und sind nicht mehr bei den samoanischen Einwohnerklängen, sondern bei den Südstaaten-Country-Klängen. Der Satz war echt schwer, Günther, ehrlich. Und nicht geprobt. Gib's doch zu, hast dir 5-mal aufgeschrieben, 13-mal zu Hause geprobt und jetzt gerade noch mit Ach und Krach rausgekriegt. Aha. Aber immerhin beim ersten Versuch, also das wollen wir gelten lassen. Er bezeichnet sich wieder einmal als den größten Sänger, den größten Entertainer. Und natürlich der größte Wrestler der Welt. Ich weiß nicht, ob er da auf seine Länge anspielt, auch da hätte er verloren. Da gibt's ein paar Jungs, die überragen ihn deutlich. Ja, einige. Ich bin auch nicht allzu viel kleiner als dieser Double J. Also zumindest, sagen wir mal, körpergrößenmäßig. Aber hübscher. Ja, das, es gibt ja nicht viele, aber hübscher als Double J bist auf alle Fälle. Ach was. Da werden jetzt natürlich alle Double J-Fans aufschreien vor Schmerz. Alle drei. Kennst du sie? Ja, seine Mutter, seine Schwester und dann war da noch so eine... Sein Vater war es. So eine blinde alte Dame. Sein Vater, da bin ich mir nicht ganz sicher, denn dem singt er immer was vor. Ach so, ja. Also gut, sagen wir mal 3,5 Fans. So. Ja, aber wenn er der Größte der Welt werden will, sodass es die anderen anerkennen, dann muss er irgendwann mal Bret Hart herausfordern. Nein, Günther, er ist es doch schon. Haben wir doch vorhin gehört. Ja, aber das ist doch, da gibt es doch zwei Meinungen. Einmal seine und dann die von allen anderen auf der Welt. Ganz genau, ja. Seine Meinung und die Meinung des Rests der Welt, ganz genau. Bis auf die 5 Fans, haben wir ja schon festgestellt. Weil wir gerade beim Fußball waren, natürlich bin ich Zeit meines Lebens Gladbach-Fan, werde es auch immer bleiben. Und du, Günther, Bayern-Fan. Und Sie wissen das ja, liebe Zuschauer, ein Gladbacher-Fan ist nicht unbedingt, um nicht zu sagen, gar kein Bayern-Fan. Aber gut. Ich verweise nur auf das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison. Ich war ein lebender Zeitzeuge des 3:0, glaube ich. Ist okay. Für die bessere Mannschaft. Ist okay, wir sind jetzt beim Wrestling. Und da haben wir ganz gleich... genau. Steve King fliegt durch die Lüfte. Danke, Günther, dass du mich da ein bisschen vom Haken gelassen hast. Aber ich sag ja, langsamer Start und immer wieder ein gutes Ende. Das gilt auch für meine Gladbacher. So, jetzt ist dieses Thema endgültig erledigt. Genauso wie Steve King soll es. Dieser Iron Mike Sharp, dieser eiserne Michael quasi, sogar im Seil gefangen. Und da hat natürlich Doink relativ leichtes Spiel. Also nicht der Hamburger Michel, sondern der eiserne Michel. Genau. Er kommt nicht mehr raus. Doink kann lachen. Und Razor Ramon, der Goldjunge, wieder im wahrsten Sinne des Wortes, Günther, kann man sagen. Er hat seinen kompletten Schmuck wieder um den Hals und um die Hüften. Ja, und auch auf seiner Kleidung taucht es jetzt wieder vermehrt auf. Der Goldjunge. Abdominal Stretch. Genau, kommt der Abdominal Stretch übrigens gegen Nein, ich glaube, der Abdominal Stretch kommt jetzt. Stimmt, das könnte tatsächlich doch ein Abdominal Stretch sein. Jetzt ist aber genug. Ich meine, jetzt weiß jeder, was kommt. Ganz genau. Razor hält natürlich ordentlich noch das Bein fest, streckt Austin Steele noch ein bisschen mehr durch. Ja, was will man da groß sagen? Austin brüllt, dass die Menge grölt und Razor schaut. Ja, der scheint noch einige weibliche Fans in der Umkleidekabine empfangen zu haben. So zumindest die sieht sein Gesicht. Die macht ihm doch Gesicht immer Diesel. Ach so. Achtmal genau jetzt auf dieses Lippen, dann weißt du, von wem diese Abdrücke sind. Oh, Günther, jetzt kriegst du bestimmt Krach mit den Fans der beiden. Nun, wie dem auch sei, die wir beiden sind... Wir könnten ja auch noch die Schimmelpilzhose erwähnen, dann wäre es endgültig schon, zu Ende. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, stimmt. Er hat sie ja schon lange nicht mehr getragen. Das ist wahr, die beiden... Also die Tag-Team-Champion-Anwärter sehen wir jetzt. Champion-Titel-Anwärter. Um das nochmal ganz klar zu machen, ja, wo sie herkommen, sehen wir hier. Ganz deutlich auf dem schönen Umhang von Samu. Fatu hat den gleichen, also die samoanischen Inseln. Ja, natürlich ein kleines bisschen verzerrt das Ganze, wenn sich Samu hinsetzt mit seinem breiten Hintern. Dann wird natürlich die Südsee ein kleines bisschen größer, als sie in Wirklichkeit ist. Wird ein bisschen gedehnt, aber die Erde ist ja auch rund, also von daher passt das wieder gut zusammen. Oh Mann. Oh, manchmal frage ich mich, Günther. Nun, die beiden. Ja, meine Damen und Herren, wir wollen natürlich einige Missverständnisse gar nicht erst aufkommen lassen. Natürlich meinen die Headshrinkers mit Fischköpfen keine Nordlichter, Norddeutsche auf gut Deutsch, sondern tatsächliche Fischköpfe. Günther hat mich nämlich gefragt vorhin. Ja, sie kommen ja im November nach Deutschland. Da werden wir sie dann also einladen. Vielleicht besuchen sie uns ja, dann können sie uns zu Hause ihre Kochkünste vorführen. Double J singt dazu. Wunderbar, kann ich mir das vorstellen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, dann gehe ich doch in die Kneipe um die Ecke. So. Ich dachte eigentlich, wir machen es bei dir zu Hause, Carsten. Also, ach so. Sonst muss ich ja meine Küche aufräumen hinterher. Ja, nur die Federation ist ja diesmal gar nicht in München. Also stellt sich diese Frage nicht. 15. November, Wien, das Radstadion. Und am 16. November, das Hallenstadion von Zürich. Und hier die Matches. Der Britman Headhart gegen King Kong Bundy. Das ist ein Titelmatch. Übrigens heißt das nicht Britman Headhart, sondern...
Hitman Brett hat, aber ist okay. Dann British Bulldog gegen Jim Neidhart. Ich hab das nur zusammen. Brit. Ah. British Bulldog und Brett Hitman Hart ist Britman. Du denkst immer nur an Britt Eklund. Okay, komm. Die Headshrinkers, wir haben es erwähnt, gegen Shawn Michaels und Diesel auch ein Titelmatch. Ein bisschen wegbleiben von diesen Side Headlocks. Da hat er überhaupt keinen Erfolg gegen George South. So, jetzt ein Whip-In vom südlichen Georg. Dann rollt er sofort George South ein. Und das Ende für ein Sid-Joshi. So, Sparky feiert noch ein bisschen. Sie verzeihen mir den kurzen Ausflug in meine heimatlichen Dialekte und wir kommen zur Vorschau. Jetzt sehen wir uns dieses Match an. Owen, ich denke, allmählich wird es klar, dass er irgendwie nicht ganz geistig auf der Höhe sein kann. Montag fiel mir das schon auf. Jetzt wieder. Er gewinnt den Eindruck, dass alle ihn lieben würden, alle ihn begeistert empfangen. Also da kann doch irgendwas nicht stimmen mit ihm. Naja, es gibt ja viele Könige, die nicht so ganz dicht waren. Auch euer Bayernkönig, der ging ja dann ins Wasser. Also du weißt ja bestens, wie das so abläuft, Günther. Obwohl ich das nicht als Beleidigung meine. Das hoffe ich doch. Ich sage jetzt dazu weiter nichts. Nein, ich sag ja nicht, so geh du auch ins Wasser. Du kannst ja gerne hier bleiben. Ist ja schön, wenn du mit mir kommentierst. Ja, interessant ist natürlich immer für die Leute, die sich nicht so auskennen, die Stelle, an der das passiert ist im Starnberger See. Da ist das Wasser gerade mal 20 Zentimeter hoch. Naja, ich meine, wenn man nur will, dann kann man sich auch mit dem Kopf ins Schlamm stecken. So, wir sind jetzt hier bei dem anderen Schlammspringer, Owen Hart. Er hat es mit Phil Apollo zu tun und dieser Apollo sieht alles andere als göttergleich aus heute. Nichts Apollonisches an ihm. Hat seit seinem letzten Auftreten auch noch gut trainiert in den Fritten- und Burgerbuden. Glaube ich auch, ja. Dann Donnerstag, 15. November, geht's nach Österreich, nach Wien, ins Radstadion. Nein, nicht Donnerstag, da steht hier Tuesday, Günther, das ist Dienstag. Und Mittwoch, 16. November, Hallenstadion in Zürich. Und hier nun die Matches. Wie war das? Britman, Bretton? Ja, also genau. Brett the Hitman Hart gegen King Kong Bundy in einem Titelmatch. Man muss auch noch mal die Begriffe klären. Viele Leute bezeichnen ja Professional Wrestling als Profi-Wrestling, aber das ist falsch. Professional Wrestling ist einfach nur das Wrestling, wie wir es kennen. Es ist einfach nur eine Profi-Sportart, während das Amateur-Wrestling, also das Amateur-Wrestling, das Ringen bedeutet. So sind einfach die Begriffe im Amerikanischen geprägt worden. Ja, hoffentlich nicht zuletzt auf dem Novemberfest. Lustiger Name, kann natürlich auch nur den Amerikanern einfallen. Mir als Münchner dreht sich da der Magen um. Gerade läuft das Oktoberfest, wenn auch September ist, aber das weiß, glaube ich, in Deutschland jeder, wo das herkommt. Ja, aber die Amerikaner, die möchten natürlich sich so ein bisschen der deutschen Mentalität anpassen. Ich finde das sehr schön. Man hat mich auch gefragt, was hältst du davon? Und ich dachte, ja, warum eigentlich nicht? Das bringt man dann damit in Verbindung. Ja, und wir waren noch überhaupt nicht auf der Wiesn, wie man hier in München sagt, der Günther und ich. Wir haben so viel zu tun gehabt. Aber morgen gehen wir. Also ja, genau, aber das muss ja auch erledigt werden. Wir hatten noch nicht mal die Chance, fällt mir dabei ein, Günther, mit unseren Mädels auf die Wiesn zu gehen. Da geht man ja eigentlich zusammen hin. Deswegen hier ein ganz lieber Gruß von mir an meine Katrin. Das muss schon mal sein. Ja, bringen Sie halt mal her. Dann gehen wir zusammen auf die Wiesn. Ein Erlebnis. Ich denke, das werden einige von Ihnen kennen. Ja, und auch eine schöne, frischere, neue Musik. Ein sehr hübsches Outfit, wobei ich sagen muss, das Alter hat mir auch nicht schlecht gefallen. Ein sehr hübsches Outfit. Ja, ein hübsches Outfit. Nicht unbedingt schön, nicht nur, aber hübsch. Blau und Gelb passt gut zusammen. Und ja, Günther, du weißt noch, als du gesagt hast, ich glaube, letzte Woche war es, dass diese Lippenstiftabdrücke in Shawn Michaels Gesicht vielleicht von Big Daddy Cool Diesel kommen könnten. Wie ich es vorausgeahnt habe, hast du dir damit eine ganze Menge, nicht Feinde gemacht, aber noch Leute, die da etwas negativ drüber geschrieben haben. Was fällt dem Günther ein, Jesus? Ja, man sieht ja ganz deutlich, dass Diesel keinen Lippenstift benutzt. Das war natürlich mehr im Scherz gemeint. Ja klar, das wenn die zwei schon zusammenkommen. Aber wenn es tatsächlich irgendjemand ernst genommen haben sollte, das war wirklich nur scherzhaft. Ja, Sie kennen ja unser lockeres Mundwerk. Wir wollen das alles, natürlich, dass das Ganze unterhaltsam ist. Ja, es gibt auch immer mal wieder Leute, die tatsächlich auch von uns Autogramme wollen. Wir können Ihnen ankündigen, dass es jetzt auch eine Autogrammkarte von Günther und von mir zusammen gibt. Die werden wir dann auch verschicken natürlich, wenn Sie die haben wollen. Stimmenimitator habe ich gemeint. Günther, warum hast du mich eigentlich nicht verbessert? Machst du sonst immer? Ja, es würde zu lange dauern, zu viel in Anspruch nehmen. Ich wusste es. Es musste ja kommen, aber Jim Cornette. Jim Cornette ist dabei, hat wieder seinen bepelzten Tennisschläger. Vielleicht ist es ja roter Schimmel, man weiß ja nicht, weil der so lange in der Ecke gestanden hat, keine Ahnung. Und wieder mal ausgezeichnet die Auswahl seiner Kleidung. Ein graues Jacket,
Also aus grauer Vorzeit ein rosa Hemd dazu und eine rote Hose? Aus grauenhafter Vorzeit vielleicht, würde ich mal sagen. Diesel hat sich dann noch versucht, samoanisch sagt Adios. Aber da sollte man ihm vielleicht mitteilen, dass es nicht unbedingt die Heimatsprache der Hedgewinkers. Günther, nicht schon wieder mit dem Publikum verscherzen. Nicht schon wieder. Oh, ich hab ja nur gesagt, er hat's versucht. Wir geben zu, wir können nicht samoanisch. Ja, auch der Versuch ist schon strafbar. Nur gut, fahr. Ich befürchte, er wird sich gleich das des Ringrichters greifen. Denn das kann ja nicht sein, dass er uns verschont von seinen unnachahmlich schlechten Sprüchen. Ja, was jetzt? Also, es kommt jetzt was. Also, gut. Ja, Billy Joe Eaton, das ist sein so, Gegner. Bitte, jetzt also. Ich habe ja nicht gewettet, was willst du denn? Texas, Texas, Texas. That's all I hear from was, you, Texas. Was, Texas, Texas, Texas? But just remember this. Texas are forever. Also, Texas wird immer bestehen, sagt er hier zum Ende. Wir übernehmen leider für die Richtigkeit dieser Aussage kein Gewehr. Du musst sie übernehmen. Du bist diplomierter Übersetzer, also du darfst keine falschen Übersetzungen abliefern. Oh, ich darf das. Also Texas, der feine Unterschied. Genau. Mit E, die Steuern natürlich. Der Bundesstaat schreibt sich mit A. Und Billy Joe Eaton schreibt sich mit EA, gleich mit beidem. Und er ist der Gegner von IRS. Ja, kommt, denke ich, vom Eaton Place. Ach gut. Oh. War zu schlecht. Der war wirklich so schlecht. Die Zähne sind gut, das Zahnfleisch muss raus. Du kennst den Spruch. Den kennen ja wir auch schon. Also klar, bleiben wir beim Wrestling. Vielleicht verstehen wir davon mehr. Jetzt im Ring allerdings Red Tyler, sein Gegner. Der wehrt gleich ab, sagt, nein, nein, das kannst du mit mir nicht machen. Ja, und dieser Name Red kommt nicht von seinen Klamotten, sondern von seinen Haaren. Der ist backsteinblond, wie wir früher immer gesagt haben. Nichts gegen Rothaarige, nein, nein, nein. Eben, wir wollen uns ja mit niemandem verscherzen. Deshalb auch keine blonden Witze in dieser Sendung. Deine Freundin ist blond, glaube ich, Günther, oder? Deine auch. Also ja, deshalb ja lassen wir das lieber. Ganz genau. Sonst bekommen wir noch Krach mit unseren Mädels. So. Hoffentlich reißt auch er seinen Mund jetzt nicht auf. Double J. Ja, er kann ja gern was sagen. Das macht er ja immer. Aber bloß nicht singen soll. Bitte nicht singen. Ja, es hört übrigens sich so an, als sei seine CD, Günther, schon im Presswerk. Du willst mir drohen. Ich merke es ganz deutlich. Nein, das habe ich gehört aus einer Quelle um den Million-Dollar-Man Ted DiBiase herum. Jetzt weiß ich auch, was du mit dem besonderen Geburtstagsgeschenk meinst. Aha, ich befürchte also, die neueste Herausgabe, die neue Platte, die einzige von Double J. Ja, die werde ich dir dann schenken. Man darf Geschenke auch ablehnen, oder? Nein. Bringt Unglück. Sie müssen nämlich wissen, liebe Zuschauer, dass der Günther letzten Donnerstag Geburtstag hatte. Wollten wir ihn natürlich nicht unterschlagen. Wir werden auch manchmal gefragt, wann unsere Geburtstage sind. Also 6.10. rot im Kalender ankreuzen. Nächstes Jahr dicke Geschenke für Günther. Wenn es geht, die zweite CD von... Nee. Also ich habe ja nichts gegen dich, Günther. Ja, sonst würdest du es ja einsetzen, das wissen wir. Und Carstens Geburtstag ist, glaube ich, im Mai, wenn ich mich nicht so irre, so um den 12. herum. Der 8. Sag ich doch. Also 8. Mai. Aber das wissen Sie. Und der Geburtstag von diesem Mann, den wollen wir gar nicht wissen. Er selbst wird uns ohnehin mit Sicherheit alles Wissenswerte über sich sagen. Das ist der größte Sänger. Jetzt kommt der Entertainer, dann kommt der Wrestler. Natürlich ist klar und keiner glaubt ihm irgendwas. Doch, doch, er glaubt's. Ja, gut. Er ist überzeugt. Niemand Außenstehender. Also nur die im Ring. Womit habe ich das verdient? Ich verstehe es nicht. Mit Recht. Ach so. Ja, der Gegner von Double J, den wollen wir ihn auch nicht unterschlagen, ist Gary Scott. Und wir wollen jetzt mal schauen, was Double J wieder auf der Pfanne hat. Auf dem Kopf hat er seinen Hut, das wissen wir. Ja, im Gesicht hat er seine leuchtende Brille, damit er im Dunkeln nicht verloren geht. Aber mit den blonden Haaren leuchtet er auch so. Ja, also man muss sagen, das versteht Jim Cornette nicht, Günther. Er sagt, wir werden beweisen, oder meine Heavenly Bodies werden beweisen, was die Smoking Guns nur mit Platzpatronen schießen. Ja, das ist doch bekannt. Was glaubt ihr eigentlich, dass sie hier die Beleuchtung immer abschießen von der Hallendecke? Ja gut, zu den Intelligentesten im Lande gehört das sicher nicht. Ah ja, ganz genau, richtig. Ja, ja, die werfen ja immer die Lichter aus und gucken dann mit dem Streichholz nach, ob es auch wirklich aus ist, die Heavenly Bodies und Jim Cornette. Seinem Gegner bei Todd Baker und Butler Stevens darf jetzt mal rein. Schöne Hose hat er an. Sieht ein bisschen aus wie der Bildschirmschoner von meinem Computer. Ja, vielleicht hat er ja da das Muster abgeguckt.
Wäre aber, glaube ich, lieber draußen geblieben. Der 1-2-3-Kid wird sich das Publikum wieder von oben ansehen, wenn er auf seine Gegner herabsieht. Jerry, the King Lawler ist wieder dabei. Mal sehen, welchen Trick er diesmal aus der Krone zaubert. So wie er sich verhält, muss er einen in der Krone haben. Yokozuna und Jim Cornette werden so aber sicher nicht denken. Die Bushwhackers haben auch nicht mehr alle Zähne im Mund. Das ist nicht nur wörtlich zu verstehen. Jetzt kommt Ryan Scott. Also ich habe schon viele weiße Leute gesehen. Ist ja das Allerschärfste. An den nennt mich ein Onkel Fester aus der Adams Family. Er ist nur nicht ganz so hübsch wie Onkel Fester. Und vielleicht sogar noch etwas blasser, das einzig Farbige an ihm, abgesehen von seiner Kleidung, das Tattoo. Ja, wie hat mein Bruder mich früher immer genannt? Quarkbraun. Das trifft auf den auch zu. Aber ohne jeglichen Beisatz, also wirklich reinste Milch-Eiweiß-Produkte. Junge, Junge, da muss man ja wirklich lachen. Also das Novemberfest findet zu aller Überraschung im November statt. Carsten, wann findet denn die Dezember-Tour statt? Ja, im Special. So heißt das. Findet im Dezember statt. Das World Wrestling Federation Special im Dezember. Bringst mich völlig durcheinander. Komm, Günther. Also die Nikolaus-Tour. Ja. Die soll Angel Great heißen. Sie soll rausgekommen sein. Sie soll ausverkauft sein. Dreimal soll in einem Satz. Also Sie sehen, wie unsicher dieses Tour ist. Soll gar nicht Soltar. Günther. Das war gar nicht so schlecht. Wir können ja weitermachen. Der Mann vom Eaton Place ist auch wieder unterwegs. Billy Joe Eaton, also der Gegner von Double J. Ganz klar. Und wo wir bei dummen Sprüchen sind, lieber Günther, wie du wieder eingebracht hast, der aber gar nicht so schlecht war, fällt mir was ein. Liebe Zuschauer, wir wollen Sie ja mal immer ein bisschen fordern über das Wrestling hinaus. Wir denken uns, dass wir sicherlich die Einzigen sind, die irgendwelche Sprüche, egal ob gut oder nicht gut oder dumm oder was auch immer, auf Lager haben. Sie haben mit Sicherheit auch tolle Sprüche. Ich habe gerade eben einen gelesen von zwei weiblichen Fans, die sagten, Günther, watch out, wir tanken weiter Esso. Ist das nicht super? Das ist ja fast so gut wie welche Muscheln, aber dazu später. Viel Erfolg, Leglock. Mei, sind's nicht schön, die Flügel. Also, sie haben wieder neue. Die Heavenly Bodies. Da haben also die Smoky Guns dann auch wieder etwas zu zerstören. Günther, ich übergebe an dich. Ich mag den nicht so. Ach so, John Paul oder wen meinst du jetzt? Nein, den anderen da. Den anderen? Den wunderbaren Gigolo. Jimmy Del Rey. Ab John Paul oben zur Powerbomb. Oh, wow, wow. Junge, Junge, das war keine schlechte Aktion. Nein, du darfst ihn nicht loben, du magst ihn ja nicht. Ja doch, man muss ja. Da ist ihm eine Powerbomb ausgerutscht. Da ist er umgefallen, der Gegner war unter ihm. Wir sind ja hier die Kommentatoren. Wir müssen natürlich auch unparteiisch sein. Aber auszuweichen, und der Chigoro, keiner lacht so schön wie er. Und keiner pfeift so schön durch die Zähne. Am Weichbucken. Kurzer Hinweis noch von mir. Wer uns keinen Rückumschlag nicht schickt, der da geht halt dann nichts mit Autogramm. Der Günther will wieder mal für eins der größten Bundesländer in Deutschland sprechen. Nun gut, was er damit sagen will, ist auf gut Deutsch. Natürlich können wir, werden wir Ihnen gerne unsere Autogrammkarten schicken. Wir wurden ja oft danach gefragt, bevor es sie dann gab. Und auf dieser Autogrammkarte ist der nette Kerl, also ich, zu sehen und der andere, der Günther. Und Sie können ihn natürlich sehr gerne bekommen, aber wie der andere. Der andere halt, der Onder. Aber Sie müssen uns dann schon einen frankiert mit einem Mal. Jetzt allerdings genug der administrativen Dinge, zurück zu Tatanka. Admiral? Nein, erklär dir schon. Lass uns die Sendung machen, ich erkläre das danach. Das war richtig, Followerslam. Ich erkläre es dir nachher. Pin, Cover. So, das war's. Tatanka hat dieses Match jetzt gewonnen. Gehen. Das war's. Du kannst jetzt gehen. Tschüss. Ja, Sie sehen's, liebe Fans der World Wrestling Federation. Heute sind wir, etwas lockerer drauf. Aber man wollte in der Vorweihnachtszeit den Fans doch mal ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk machen. Und ich glaube, das ist gut gelungen. Nikolausi, jetzt kommt der andere Rote, Red Tyler. Ja, wir wissen natürlich nicht, ob diese LP wirklich in den Läden auf den Regalen gelandet ist. Ich würde sie mir ja mal ganz gerne anhören, wenn es sie denn gibt. Aber jetzt sehe ich mir gerne. Das an. Du sagst wirklich gerne. Ja, doch, man muss sie interessiert. Auch mal. Ich würde sie mir interessiert anhören. Okay. Ja, gut. Das lasse ich noch. Ich würde sie mir gerne anhören, um zu wissen, ob sie mich interessiert oder nicht. Um das so zu sagen, was wir auf jeden Fall sehen, und das ist keine Spekulation, ist Double J Jeff Jarrett im Ring und er beherrscht das Match. Und auch keine Spekulation, dass er natürlich beim Novemberfest dabei ist.
Ein Wettstreit der Musikanten? Spekulation, Günther, du redest immer davon, denkst du schon wieder an Weihnachten und an die Plätzchen. Ha, Spekulatius, eines deiner Liebsten. Ich weiß es, aber so weit ist es noch nicht, auch wenn die Tage kürzer, die Temperaturen niedriger werden. Noch haben wir den goldenen Oktober. Tag Team Champions Diesel und einen immer unrasierteren Shawn Michaels. Vielleicht kommt er gar nicht mehr dazu. Nur Partytime angesagt und keine Zeit mehr, sich zu rasieren, Günther. Shawn Michaels sieht auch ein bisschen besser aus, das gebe ich zu. Aber was weiß ich als Mann schon. So, Reno reckt da wieder das Bein aus. Shawn einmal von der Kamera überrascht, bemerkt sie dann und wirft sich sofort in Pose. Erinnert mich ein bisschen an den guten Doctor of Desire Tom Pritchard, Günther. Oh, wenn du dir da nicht wieder Feinde machst, aber ist klar. Wunderte sich schon, dass er plötzlich so groß ist wie Diesel. Aber ganz klar, er steht auf Gary Scott. Doch, er die... steht, glaube ich, nicht auf Gary Scott, er steht eher auf den hübschen Mädels. Er steht auf den... Haben Sie das verstanden, liebe Zuschauer? Wir auch nicht. Spielt keine Rolle. Wir machen auf jeden Kein Fall Mensch hat das verstanden. Mit den Live-Event-News Teil 1.